Was, Tätowierung? Ich glaube schon. I need some water. Das hat Mad Max auch immer gesagt. 18 months of nightmares. Ever since I escaped from that hell. 18 months. Relentless. Ich steck fest. Nee, doch nicht. And suddenly her. She wanted to take me somewhere. What pulled her away like that? Ah, Untertitel vorbei. Okay, Erzählung vorbei. Okay, ich bleib mal ganz, ganz kurz hier oben. Oh, das ist ja hübsch da draußen. Es ist nicht übermäßig viel, hier, wie soll ich sagen, Texturen, aber in Ordnung. Ob, von der Optik her, ja, geht es so Richtung Heavy Rain so ein bisschen, ja, wobei. Der Charakter hat durchaus Züge von Ethan, ja, das ist richtig. Allerdings war Heavy Rain optisch trotzdem deutlich besser, also besonders in der Remastered-Version. Ja. Ist das, wie ist das mit Rennen hier? Können wir hier auch? Nee. Oh, guck mal. Ach, schön. Was ist denn das für eine Marke? Global Rex? Das muss irgendein No-Name-Scheiß sein. Mach wieder aus. Der scheint irgendwo in der Wüste zu wohnen. Nee, am Strand. Alter Verwalter. Ist das das Haus von Tony Stark? Ja gut, der ist an der Klippe, aber... Nicht schlecht. Kann ich da raus? Kann ich ins Wasser? Nein, es ist nicht Open World. Das ist scheiße. Das wäre ja schön. Okay. Aber wir wollen nicht abschweifen. Wir wollen uns einen Drink holen. Wir sind gerade aufgestanden. Ich würde sagen, einen trockenen Martini zum Frühstück. Damit kann jeder gute Tag beginnen. Oder ist es doch Rotwein? Oh. Das sind Buchstaben. Die essen wir bitte nicht zum Frühstück. Alles klar, Gangster, danke, dass du da warst. Und die geschnittene Version wird dann wahrscheinlich auch kürzer. Zumindest mal sterbe ich dann nicht so oft. Also man sieht das nicht, wie ich immer sterbe. Oh, hallo. What are you doing here? Hey. Wer ist das? Sieht ein bisschen aus wie Heisenberg, nur ohne Hut. What the fuck is going on? Wait. This is just a hallucination. None of it's real. Get your medication, and this will go away. Oh. Okay. Upstairs bathroom. Ui. Wollen die mir was, oder? Sind die einfach nur da? Meinst du, dass der da am Fenster ein anderer Ian war? Was ist hier mit den Dingern jetzt los? Die Aha, die gucken schon, aber die machen nichts. Hier ist Blut an der Wand. Vorher war kein Blut an der Wand. Okay, auf jeden Fall wird er mal nach oben gehen. Das machen wir jetzt mal. Ja, stimmt. Wenn das der Heisenberg wäre. Ich glaube, von Meth kriegt man keine Hallus. Da hat man eher... Ich habe keine Ahnung. Ich habe Meth noch nie probiert und ich werde es auch nie tun. Ich weiß es nicht. Manchmal sind zu wenig Drogen auch nicht gut. Manchmal muss die Menge halt einfach stimmen. Aber gut. Und darüber zu reden sind wir nicht hier. Ja, Mann, konzentrier dich. Mach irgendwas Sinnvolles. Geh aufs Klo. Nein. Oh, wir haben ein Spiegelbild. Das finde ich ja immer geil. Spiegelbilder sind immer geil in Spielen.
Ah. Nimm deine Medizin und alles wird gut. Nicht in die Hosentasche nehmen. Drücke Steuerkreuz unten, um deinen Verstand wiederherzustellen. Oh, das ging aber schnell. Die wirken sofort. Die will ich auch. Ich könnte mir vorstellen, dass man anstatt hier tatsächlich Energie zu verlieren, wahrscheinlich so immer mehr seinen Verstand verliert und statt Medipacks immer bei sich zu führen oder irgendwelche anderen Formen von Medikamenten, nimmt man eben diese Medikamente. Die heilen einen aber nicht im Sinne von hier verletzt und Wunden und mach mal ganz, sondern hier Psycho. Bitteschön, sei mal wieder normal. Ich geh jetzt mal wieder hier raus. Telefon. Anruf von Marcus. Woher weiß ich das? Und wo ist das Telefon? Was könnte das hier sein? Marcus? Who else? Sorry to disturb you so late, but I had a bad feeling. How are you? Not good. Nightmares? Hallucinations? Both. Beides. But this time it was different. There was a woman, Marcus. Do you know her? No, but she seemed familiar, like I should know her. Do the pills still work? Yes, thank you. Not only for this, for everything. Ian? I mean it. I turned up out of nowhere, with the weirdest story, and you believed me. You took me in, let me stay in the beach house, got me medication. You're my brother, Ian. There's nothing in the goddamn world I wouldn't do for you. Thanks anyway. Thank me later. I have a present for you. I found a trace. The man who took me? There's a traitor trying to sell a remarkable drug. It's called Nexus, and it's supposed to give the user certain abilities. He's selling to a pretty shady organization tomorrow morning. Give me his address. They rented two floors of the Crowley Arms, downtown. The place will be brimming with mercenaries, Ian. I don't care. If he's the lead, I'll be there. Are you sure you can control it? Yes. Good. I will keep on digging and send you the information tomorrow. Rest now. Take the blues if you need them, and gather your strength. We will bring them down, Marcus. We will burn them to the ground. Good night, Ian. Good night. Gute Nacht. Es ist helllichter Tag. Out of the ruins of World War II arose another battle. An arms race began, with each side employing the brightest and most ruthless scientists to develop a new weapon, the human mind. With government backing, projects like MK-Ultra gave birth to a dark age of science. Inhumane experiments were conducted on prisoners, students, and even children. Their goal: unlocking the hidden power and potential of the mind. Most were shut down from their dangerous methods and lack of success, but there are many who believe that they were continued in secret, financed by private organizations hungry for the promised powers. Powers attained through pain and suffering, turning men into monsters. Said only the weak speak to themselves, but I like it. It keeps me focused, helps me make sense of this mess. 3 years I'm missing from my memory, 3 years between stepping out of a plane from Syria and waking up on a highway in England. I have no idea what went on in that time, but something changed in me, something I can't explain. My mind is not the same anymore. I can see and do things that should not be possible. I have somehow gained a power that I can barely control. A power that's turning me insane. Whatever has been done to me, I'm still a soldier. And a human being. If I hold on to these thoughts, I will survive. Jetzt sind wir doch am Strand. Da schau her, ich kann nicht rumlaufen.
Das sieht in der Tat aber nicht so toll aus. Da habe ich schon hübschere Strände gesehen in Spielen. Aber gut, es ist ja auch ein Erstlingswerk sozusagen. Da kann man jetzt ja auch keine ultra-blockbuster-mäßige Grafik hier erwarten. Man kann hier ziemlich... Ne, man kann doch nicht ziemlich weit laufen. Schade. Muss wahrscheinlich doch wieder zurück ins Haus, damit es da irgendwie weitergeht. Also schon ein sehr schönes Häuschen, ne? Also kann man sich schon angucken. Hier ist irgendwas, was merkwürdig aussieht. Ach, das ist so ein Lämpchen. Alles klar. Also herumliegende Gegenstände hier so zum Aufsammeln oder explizit zum Suchen scheint es nicht zu geben. Wie komme ich wieder rein? Ah. Am besten nicht neben die Tür rennen. Die Waffe prüfen. Führe dein tägliches Schieß- und Nahkampftraining durch. Oh, guck mal, ein Schachbrett. Kann ich das auch machen? Father loved chess. He forced us to play him every night. If we lost, no cookies for dessert. Took me 5 years to beat him once. And I still think he let me win. Okay, das scheint jetzt irgendwas gemacht zu haben. Also diese... Das Schachbrett wurde jetzt nochmal in den Vordergrund gestellt. Das wurde da unten irgendwie abgebildet. Wahrscheinlich kann ich das gegen später noch benutzen oder so. Wäre cool, mal so zur Abwechslung eine Partie Schach. Nehmen wir uns einfach mal die Stunde. Da geht's in den Keller. Schießtraining und Nahkampftraining. Dann machen wir das doch. Ist so ein bisschen John Wick-mäßig gerade. Der hat ja auch seinen Trainingskeller da, wenn ich mich recht erinnere. Zumindest war da sehr viele Waffen im Keller. Okay, da könnte ich reingehen. Ich gucke aber erstmal in die andere Richtung. Ich könnte auch da reingehen. Oh. Und ich könnte auch hier reingehen. Na gut, dann ist es wahrscheinlich egal. Oh, abgeschlossen. Der denn hier alles? Der scheint irgend so eine Art Agent oder sowas zu sein. Since my abduction, I see the world in a different way. Or should I say, I see it in a different rate. If I concentrate, I can see everything in slow motion. It's beautiful to watch, but leaves a splitting headache. Ah, okay. Marcus is a well-connected man. But despite his contacts, our investigation into my disappearance has only drawn blanks. We can find no one who shares my story. No clues or pieces that fits the puzzle. But this drug, this Nexus, it's the strongest lead we've had so far. I've read many accounts of outer body experiences throughout the world. But nothing like my own. At will I can leave my body and see myself from the outside. Meine Schlüssel. Schlüssel für die Schießanlage und den Fitnessraum. Alles klar. Oh, Fitnessraum, kann man da etwa hier sich pimpen? Schauen wir mal. Vielleicht kann ich diesen Raum dann jetzt öffnen? Ja. Fitnessraum, hallo! Boxring, Hanteln, alles was das Herz begehrt. Wo sind die Steroide? Das wäre natürlich jetzt nicht ganz schlecht, wenn es hier so eine Art System gäbe, dass man seine Skills hier so aufbessern kann. Aber jetzt gerade scheint hier... Doch, ich kann in den Ring. Aber ringsrum geht nicht viel. Blocky Paloa. Ich habe eine Ahnung. Blocky 5. Der Kampf des Jahrhunderts. Alles klar, da ist irgendwas mit Copyright.
Okay, also hier kann ich ein bisschen in die Luft schlagen. Jetzt hat er plötzlich Handschuhe an. Interessant. Mehrfach, um Kombos auszuführen. Ah, hallo. Mann, wehr dich doch. Ach so, ich kann da ja noch was weiter. Ah, okay, Niederschlag sozusagen. Also ihn niederschlagen, dann mit Viereck. Ah, der will mir jetzt wahrscheinlich zeigen, wie man blockt, oder? Ja. Ja, oder kontert. Interessant. Okay, wie lange mache ich das jetzt noch? Ah! Na komm schon her! Okay. Weiter üben, X. Und Kreis aufhören. Wir hören mal auf, das reicht. Oder weiterkommen. Aber ist nicht ganz schlecht. Jetzt weiß ich nur nicht, kann man da immer wieder mal hin zurückkehren und neue Skills lernen? Oder ist das jetzt einfach nur als Tutorial? Das weiß ich leider nicht. Aber das werden wir sehen. Ja, das stimmt tatsächlich. Eigentlich hat er einiges drauf, aber in diesem Albtraum oder was er da hatte, da konnte er sich händisch nicht gegen Gegner wehren. Vielleicht hat das auch einen tieferen Sinn. Marcus insisted I keep a dream diary. He says it's vital that I record all hallucinations and dreams. The entries are always the same. Horrific locations. Violent deaths. But last night was different. The woman calling my name. She has to mean something. When I first came here, I had no control over my powers. I destroyed every electrical device in the house. With practice, I have learned to control it and only destroy what I choose. Das scheint die Schießanlage zu sein. Schießen ist immer toll. Wenn du nämlich Glück hast und gut schießt, kommen die Gegner gar nicht so nah an dich ran, dass sie dir das Gesicht eintreten könnten. Jetzt ist nur die Frage, wo ist eine Schusswaffe? Da. An Schießständen war ich aber noch nie gut. What normal person with a shooting range in their basement? Well, I'm not a normal person. It was Marcus, I thought it would help with my recovery. Aber es ist natürlich nicht schlecht, dass hier gleich so viele von den Figürchen sind. Weil ja zweifelsohne im Spielverlauf irgendwann mal es Sequenzen geben wird, in denen sehr, sehr viele Gegner gleichzeitig um mich rumführen. That's why I try to do things the old-fashioned way. If I keep my skills sharp and remember my training, I shouldn't need. Fertig? It's getting late. I should get some rest before tomorrow. Okay. Gehe ins Bett. Da komme ich doch gerade her im Prinzip. War ich jetzt den ganzen Tag im Keller? Ja gut, ein bisschen am Strand auch. Oh, Trainingsraum. Da wollen wir jetzt nicht mehr hin. Wir gehen jetzt ins Bett. Hier war es, glaube ich. Hier muss ich lang. Komische Augen. What's that sound? Is there a bird in the house? Es klingt mal so, als wäre da einer, ja.
Schauen wir mal. Vögelchen. Ein blauer sogar. So wie es aussieht. Hier. Und kein echter. Okay, das ist der nächste Punkt, in dem es Heavy Rain ähnlich wird. Geh schlafen. Hör dich eh vor. Gehe schlafen, blauer Vogel. Okay, ja. Was haben wir? DK8200, was ist das? Das ist die Schusswaffe wahrscheinlich? Ja. Meine Schlüssel. Es ist explizit ein Schlüssel, aber so wie es aussieht, ein Universalschlüssel. Okay. Also gehen wir mal schlafen. Was kommt im Fernsehen? Nichts. Also, erst recht schlafen. Wozu so ein riesen Fernseher, wenn nichts läuft? Ich verstehe das nicht. I should get some sleep. Ja. Warum auch nicht? Concentrate. No nightmares. The woman from my dream last night, she has to mean something. I know it. Maybe if I focus on her, she will come back. She was beautiful. Sie war wunderschön.